Seit einer Woche steht das Corona-Mobil nicht mehr an der dänischen Grenze auf dem Parkplatz Ellund, sondern in Flensburg nahe des Campusgeländes. Doch statt 600 bis 1000 Tests pro Tag nutzen nun nur noch bis zu 50 Menschen die mobile Teststation. Das liegt zum einen daran, dass Reiserückkehrer aus Nichtrisikogebieten nicht mehr umsonst getestet werden, aber zum anderen wohl auch an der diskreten Lage. Also tendenziell wird der Standort eigentlich ganz gut angenommen. Mangelpunkt bei vielen ist, dass er nicht so wahnsinnig gut zu finden ist und auch nicht besonders gut ausgeschrieben. Lediglich, glaube ich, auf der Seite vom RKI, wenn man dann ganz nach unten scrollt, dann kann man entsprechend einen Hinweis sehen, dass wir am Parkplatz 5 an der Munketöft stehen. Was natürlich auch jetzt so mit einem Navigationsgerät nicht so wahnsinnig gut zu finden ist. Heißt natürlich jetzt nicht, dass gar keiner kommt, aber es ist schon weniger geworden. Viel Zeit für die Standortsuche hatte man vor einer Woche nicht. In einer Hauruck-Aktion musste man eine neue, bis jetzt noch suboptimale Lösung suchen. Die Stadt Flensburg hat mir dann angeboten, sofort einen Platz zur Verfügung zu stellen, der allerdings noch nicht ausgeschildert ist, der keinen Strom hat, der kein Wasser, keine Abwassermöglichkeit hat, der eben auch keine Toiletten hat. Mir war es aber wichtig, dass es zeitnah umgesetzt wird und das andere müssten wir jetzt eben über die Zeit regeln in der letzten Woche. Und wir regeln es ja jetzt auch. Der Test ist für Selbstzahler mit knapp 60 Euro nur etwa halb so teuer wie in einer Arztpraxis. Allerdings richtet sich die Testmöglichkeit vor allem an Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Menschen mit Symptomen oder die Kontakt mit Infizierten hatten. Hier ist es natürlich dann einfach so, wir sind eine mobile Station. Also tendenziell kann eigentlich jeder kommen, der möchte. Zu jeder Zeit. Wir stehen von 8 bis 18 Uhr hier. Ja, das Einzige, was man beachten muss, ist entsprechend entweder Risikoländer, eine Überweisung vom Hausarzt. Wir können noch welche mitgeben, das ist kein Problem. Oder aber entsprechend einfach Selbstzahler. Aber es ist eigentlich egal. Also man braucht sich jetzt nicht anmelden, weder telefonisch noch per E-Mail. Man kann einfach vorbeikommen und kann dann einfach getestet werden. Im Moment sind wir zu 20% ausgelastet. Das heißt, wir haben noch Kapazitäten. Das kann sich bei Anstieg der Infektionen natürlich ganz schnell ändern, aber im Moment sind die Kapazitäten da. Das Testergebnis bekommt man innerhalb von 1 bis 2 Tagen mitgeteilt. Für die nächsten Wochen erwartet man hier wieder einen Anstieg an Tests. In etwa einem Monat soll die mobile Teststation vom Roten Kreuz übernommen werden. Dann wird für die geplante Containerlösung eventuell der Standort nochmal gewechselt.